Ja, genau. Also ich bin der Johannes. Ich glaube, einige kennen mich dann doch. Ich bin ja hier in der Gemeinde auch jahrelang auch groß geworden. Und genau, bin aktuell selbstständig. Also wer Webseiten braucht oder Marketing für sein mittelständisches Unternehmen, einmal melden bitte. Genau, dann ist der Pitch auch schon passiert. Nee, Spaß. Also genau, ich bin selbstständig, mache Webseiten und genau, ist meine wundervolle Freundin, die Jade. Genau, ich bin mir sicher, einige aus der Gemeinde kennen mich auch schon. Ich bin hier aufgewachsen, bin auch ja, im Gemeindedienst recht aktiv bei den Rangers. Vielleicht habt ihr mich mal beim Lobpreis gesehen. Genau, ich fange dieses Jahr ein Studium an und bereite mich da gerade drauf vor. Genau, und der Nobby kam auf uns zu, eben hat uns gefragt, ob wir uns das mal vorstellen können, auch zusammen, auch weil die Jade eben auch schon jetzt öfters in den Rangern auch was teilen konnte. Und das Thema hat irgendwie voll gut gepasst und deshalb sind wir voll froh, heute eben über Epheser 3 sprechen zu können und zu dürfen zu euch. Genau. Und ich hatte so einen Gedanken am Anfang so bezüglich auch einfach der Predigt heute. Und ich glaube, wir kommen oft so in eine Routine rein, egal ob es jetzt der Sonntagsgottesdienst ist oder egal was es ist. Aber wenn wir heute Morgen da kommen, ich will uns als Gemeinde die Frage stellen, warum wir heute hier sind. Und ich glaube, wir kommen oft in diesen Trott rein, dass wir herkommen, weil es irgendwie dazugehört. Oder weil es vielleicht ist, wir freuen uns auf das Mittagessen, vielleicht darf man mal ein junges Pärchen beim Predigen hören oder was auch immer. Und ist ja alles schön und gut, ne? Aber was ist so der Grund, warum wir heute hier sind? Und ich wurde in so einem Vers auch einfach erinnert, den Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hat. Und er hat gesprochen, ich bin gekommen, damit sie den kennen, den einzig wahren Gott. Und das ist, warum wir heute hier sein sollten, ihn zu kennen und jeden Morgen aufzuwachen, ihn besser kennenzulernen. Und ich glaube, ihn kennenzulernen ist immer wieder ein Prozess, aber es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, heute zu sagen, ich bin heute hier, um meinen Vater im Himmel, um meinen Herrn besser kennenzulernen. Und lasst uns mit dieser Herzenshaltung auch heute wirklich diesen Gottesdienst feiern und auch diese Predigt hören, weil man so schnell in diesen Modus kommt, ach, kenne ich schon, das habe ich schon sehr oft gehört, die Verse habe ich schon oft gehört und dann gehen sie hier rein und hier wieder raus. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit unserem Herzen heute hören, ihn besser kennenzulernen. Und das war einfach so ein Gedanke, mit dem ich die Predigt einfach auch beginnen will. Genau. Und wir sprechen ja heute über Epheser 3. Der Nobby hat ja letzte Woche über Epheser 2 gesprochen. Und nur so eine ganz kurze Einordnung vom Epheser 3, was wir heute sprechen. Also wir haben uns Epheser angeschaut und man merkt ja im Epheserbrief eben die ersten drei Kapitel spricht ja Paulus eben darüber, was das Evangelium eigentlich ist. Und er in wunderschöner Sprache beschreibt er eben die Schätze des Evangeliums, dass wir eben letztendlich Erben Gottes sind, dass wir Erben von dem herrlichen Evangelium von Jesus sind. Und dann in Kapitel 4 bis 6 wirkt es so, als ob es eher praktisch wird. Also was macht es nun mit unserem praktischen Leben? Also zum Beispiel Epheser 5, dann die Beziehung zwischen Mann und Frau, Epheser 6 die Waffenrüstung, also sind sehr praktische Dinge, auch Alltagsdinge der Gemeinde, wie die Gemeinde kämpfen muss. Und wir sind jetzt eigentlich so in dieser Mitte dargekommen, weil in Kapitel 3 kommt dann auch dieses Wort deshalb, das wurde auch vorhin schon vorgelesen. Das heißt, vorher ist ein langer Teil vom Brief eben, was passiert ist. Und dieses Deshalb soll eine Antwort haben in unserem Leben. Und darüber sprechen wir heute, eben über Epheser 3, was es eben für ein Deshalb gibt und was es mit unserem Leben eben tun soll. Genau, dann würden wir vielleicht jemanden bitten, auch mal den Epheser-Brief vorzulesen, entweder mit lauter Stimme oder vorkommendes Mikrofon benutzen. Hat jemand fleißig seine Bibel mitgebracht? Da hat jemand seine Bibel mitgebracht. Aber natürlich. Okay. Den ganzen? Ja. Ja, schon klar. Okay, also. Machen wir es doch so. Deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesus für euch, die Nationen. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, dass ich anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und mit
Teilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in den Himmelswelten durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Bedrängnisse für euch, die eure Ehre sind. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maße mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das war's. Genau, es war jetzt ganz schön viel natürlich. Ich gebe jetzt auch noch mal kurz eine kleine Zusammenfassung, bevor wir dann ein paar Themen eintauchen und da tiefer reingehen. Und zwar, finde ich, sieht man ziemlich stark, dass es in so zwei Blöcke aufgeteilt ist. Der erste Block geht so ein bisschen bis Epheser 13. Und zuvor hat ja Paulus in den Briefen davor, in den Kapitel davor, das Evangelium erklärt. Und hier beschreibt Paulus sich selber als der Verwalter dieses Geheimnisses, des Evangeliums. Und er erzählt richtig leidenschaftlich von dieser Gnade Gottes und sieht es als so ein Privileg, dass er dieses Evangelium weitergeben darf, dass er ein Diener dieses Evangeliums sein darf. Und man spürt richtig die Freude von Paulus in diesem Brief, dass er... Ja, dass die Nationen jetzt auch Zugang zu dieser Ehre, zu diesem Privileg haben von dem Evangelium. Und dann gibt es einen zweiten Block, wo er dann ins Gebet geht, Fürbitte und Lobpreis. Und als erstes betet er da, dass die Epheser wirklich verwurzelt werden in ihre Identität, dass sie wirklich verstehen, was sie auch in Christus haben, welchen Segen sie haben durch Jesus. Und er betet, dass sie erfüllt werden mit der Kraft und der Liebe Gottes. Und natürlich preist er dann noch Gott dafür, dass er so mächtig ist, dass er mächtig ist, uns alles zu geben. So viel mehr, als was wir uns vorstellen können. Genau, und als wir Epheser gelesen haben, sind uns in diesem Brief ein paar Themen wirklich aufgefallen und auch uns beiden auch im Gebet wichtig geworden. Und das sind Intimität, Liebe und Multiplikation. Und ich werde jetzt gleich mal mit in die Intimität ein bisschen einsteigen. Wie gesagt, in der ersten Hälfte schwärmt Paulus wirklich von diesem Evangelium, von dieser Gnade Gottes. Und man kann richtig sehen, wie begeistert er ist, dass es auch in den Nationen jetzt zur Verfügung steht. In Vers 11 bis 12 schreibt er zum Beispiel auch, dass es dieser ewige Vorsatz Gottes ist, der jetzt wirklich verwirklicht wird in Jesus Christus, unseren Herrn. Dass wir jetzt Freimütigkeit haben und Zugang und Zuversicht durch den Glauben an ihn. Und das ist wirklich diese Herrlichkeit, die im Evangelium offenbart wird. Und diese unglaubliche Gnade und Güte Gottes auch. Und ich glaube, das ist auch, was Paulus sehr begeistert. Weshalb er auch bittet, dass sie nicht mutlos werden sollen angesichts seiner Bedrängnis. Weil er eben diesen Blick auf die Herrlichkeit hat von Gott, dass wir freimütig kommen können und dass wir Zugang haben in seine Gegenwart. Und das ist es, was uns wirklich dazu befähigt, jetzt Intimität auch mit ihm zu leben, wirklich eine intime Beziehung mit ihm zu haben. Das ist wirklich ein Privileg und ein Geschenk. Paulus bezeichnet das auch als ein Geheimnis, das so lange verborgen war und jetzt offenbar wird.
Und gleichzeitig ist diese Intimität auch etwas, wonach sich jeder Mensch sehnt, was jeder Mensch auch braucht, weil das letztendlich das ist, wozu wir erschaffen wurden. Gott hat uns erschaffen, um Beziehungen mit ihm zu haben, um in Intimität mit ihm zu leben. Das ist, beziehungsweise ist eigentlich der Sinn unseres Lebens. Und ich glaube auch, dass es nichts anderes gibt, was uns Menschen jemals so sehr erfüllen kann. Man sieht es auch so sehr an dem Anfangszustand der Schöpfung bei Adam und Eva. Gott spaziert mit ihnen im Garten, wirklich ohne irgendeine Trennung, Seite an Seite mit Gott. Ich glaube, das ist es, was Gott auch wiederherstellen wollte. Und er hat ja den Weg dann frei gemacht. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben und jetzt steht nichts mehr zwischen uns und Gott. Und wir können frei und ohne Schuld in seine Gegenwart kommen. Und Gott möchte auch wirklich an unserem Leben teilhaben. Und ich glaube, auch wenn wir ihn teilhaben lassen an unserem Leben, ist es der größte Segen, den wir in unserem Leben erfahren können. Ich glaube, das ist was, was man wahrscheinlich auch selber erleben muss. Und ich bin mir sicher, viele von euch haben das auch schon erlebt. Aber wenn Gott wirklich Kontrolle in unserem Leben hat, ist es so viel besser, weil Gott weiß einfach, was gut für uns ist und was wir brauchen, auch viel mehr als wir selbst. Und ein Leben, das Gott hingegeben ist, gibt einem einfach diesen tiefen Frieden, diese tiefe Erfüllung, die man wirklich nirgendwo anders durch keine andere Sache herbekommen kann. Ich glaube auch, dass wir das oft in vielen Bereichen schon machen, dass wir da schon weit sind, aber dass Gott es sich auch wirklich wünscht, dass wir in allen Bereichen diese komplette Hingabe leben, dass wir ihm da Vertrauen schenken, dass wir ja da auch Kontrolle abgeben. Natürlich ist es leichter gesagt als getan. Das kann man so einfach sagen. Bei mir zum Beispiel kann ich euch mal ein Beispiel erzählen. Ich hatte früher ziemlich viele Probleme damit, dass ich gut vor Leuten dastehen will. Ich hatte da immer diesen Stolz, dass ich gut aussehen will vor Menschen, dass ich gut rüberkomme. Und wir waren auf einer Missionsreise in Mauritius für 3 Wochen. Und da haben wir viel das Evangelium weitergegeben. Wir haben für die Gemeinden ausgerüstet und waren auch eben viel im Heilungsdienst aktiv. Und da hatte ich ein paar Tage, ich glaube es waren so 2 Tage, hatte ich ziemlich Zweifel in dieser Zeit. Und da wurden dann auch viele Leute für dich gebetet, hatte nicht geheilt. Und ich habe dann Leute natürlich dazugeholt vom Team, die mich dabei unterstützt haben. Aber mich hat es persönlich emotional ziemlich fertig gemacht. Und ich bin dann am Abend durch dann ins Gebet gegangen und es war dann recht emotional. Ich habe Gott dann gefragt, so ja, warum funktioniert es nicht? Vorher hat es doch auch geklappt, warum jetzt auf einmal nicht mehr? Und habe Gott da auch so ein bisschen angeklagt, so ja, ich tue doch deinen Willen hier, so warum funktioniert das jetzt nicht? Und dann hat aber der Heilige Geist mich da total überführt, dass ich einfach viel zu sehr auf mich selbst fokussiert war. Weil als ich für Leute gebetet habe, war es mir teilweise... Ich war auch so auf mich fokussiert. Ich wollte, dass es funktioniert, dass auch ich gut dastehe, so, dass mein so Glaube so super krass ist. Und da hat Gott mir einfach gezeigt, dass das komplett das falsche Herz dahinter war und dass wir aus Liebe heraus handeln müssen und dass dieses Selbstzentrierte wirklich ablegen muss. Weil klar ist der Glaube wichtig im Heilungsgebet und es bewirkt auch viel. Aber ohne das, was Jesus getan hat, ist unser Glaube ja eigentlich wertlos. So, es geht nicht um meinen Glauben an sich, sondern in meinen Glauben an das, was er getan hat und an seine Macht, die dann durch mich an den Menschen wirkt. Genau, und da hat mir Gott eben wirklich geholfen, diesen Ansehen vor anderen Personen, was mir so wichtig war, loszulassen und aus Liebe heraus zu handeln. Das klingt jetzt super leicht irgendwie, weiß ich nicht, ob es leicht klingt, aber für mich klingt es ein bisschen leicht. Aber für mich war es in dem Moment wirklich, wirklich schwer, meinen Blick von mir selbst wegzulenken und auf Jesus zu zeigen, weil es mir eben total wichtig war, was Leute von mir denken. Und dann halt auch zu sagen, wenn es nicht funktioniert, dann betrifft es auch nicht mich von meiner Identität, dass es nicht auf meine Identität zurückfällt, sondern ja, einfach komplett von einem selbst wegzuschauen. Und ich glaube, dass wir so einfach alle Bereiche Gott anvertrauen wollen, welche auch immer das sind. Ich glaube, jeder hat da ein bisschen seine eigenen Punkte, wo man Kontrolle abgeben muss. Ich glaube auch, dass Gott uns da auch begegnen will. Als ich es dann geschafft habe, das abzulegen, dieses Selbstzentrierte, hatte ich dann auch einen totalen Durchbruch. Am nächsten Abend waren wir wieder im Heilungsgebet aktiv, also haben dann mindestens die Zeit mit der Gemeinde gemacht. Und da kam als allererstes dann ein junges Mädchen zu mir. Und die hatte ziemliche Magenprobleme. Also sie konnte seit mehreren Tagen nicht auf Toilette gehen. Und es war ein großes Problem für sie. Und ich konnte es recht gut nachvollziehen, weil ich auf Mauritius auch ein bisschen Magenprobleme hatte. Vielleicht hat es was mit den Gewürzen zu tun, man weiß es nicht. Aber ich habe dann eine totale Liebe auch für dieses Mädchen gespürt und habe dann für sie gebetet, aber aus dieser Liebe heraus. Und nicht, weil ich gut dastehen will, sondern weil ich diese Liebe gespürt habe, auch von Jesus für dieses Mädchen.
Und dann, während ich noch für sie gebetet hatte, musste sie dann direkt auf Toilette gehen und war dann wieder alles gut. Und sie hat mir dann im Nachhinein sogar erzählt, dass während ich gebetet habe, auch ihre Nackenschmerzen geheilt wurden, von denen sie mir überhaupt nichts erzählt hatte. Und es hat mich einfach total ermutigt. Und es war dann so ein Punkt für mich, wo das sich einfach wieder umgedreht hat. Wo ich dann einfach gemerkt habe, dass Gott durch mich wirkt, aber eben aus der Liebe heraus. Ich glaube, das ist auch was, was man auch aus Epheser sehen kann, auch aus Epheser lernen kann. Dass diese Werke wirklich aus Liebe, aus Intimität heraus geschehen. Bei Paulus sieht man das ja auch. Er hatte erst eine Begegnung mit Gott. Und aus der Liebe, aus der Leidenschaft, die daraus entstanden ist, folgen dann seine Werke. Man sieht ja auch, wie leidenschaftlich er wirklich vom Evangelium erzählt, welche tiefen Emotionen er dafür hat. Und ich glaube, dass wirklich daraus dann auch unsere guten Werke entstehen. Und natürlich ist es nicht immer leicht, auch Gott diese Sachen anzuvertrauen und ihm ja da Vertrauen zu schenken. Weil unser Herz, unser Fleisch, das hängt natürlich an diesen Dingen, weil es uns irgendwie auch Sicherheit gibt. Das ist teilweise ein Ding, wo wir auch unser Vertrauen reinsetzen. Für mich war das oft auch immer so ein bisschen wie so ein Backup-Plan in meinem Hinterkopf. Wenn Gott nicht versorgt, dann habe ich noch meinen eigenen Plan im Kofferraum. Aber ich glaube, dass es wirklich Gott von uns will, dass wir da ihm vertrauen und ihn da aber auch kennenlernen. Ich glaube, für Vertrauen müssen wir Gott auch kennen. Weil wie können wir jemandem vertrauen, den wir nicht kennen? Und da kommt wieder diese Intimität auch ins Spiel für mich. Dass wir den Heiligen Geist wirklich auch Raum geben. Weil durch den Heiligen Geist können wir auch verstehen, wer Gott ist. Steht auch in 1. Korinther 2,10. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und diesen Geist haben wir empfangen. Und wir können Gott wirklich kennenlernen durch seinen Geist, auch auf eine persönliche, intime Art und Weise. Und Gott hat uns den ja auch geschenkt, um uns zu lehren, um uns zu führen, um uns sein Wort zu erklären. Ich finde, ja, der Heilige Geist ist wirklich die tiefste Art und Weise, wie wir auch Gott erleben können. Das ist ja wirklich Gott in uns. Das ist eine sehr intime Beziehung. Genau. Vielleicht erzähle ich euch auch noch mal ein Beispiel aus meinem Leben, wie das bei mir aussieht, wie das für mich manchmal aussieht, vom Heiligen Geist geführt zu werden, wenn ich mal auf ihn höre. Einmal sind Jaura und ich sind zum ICF zu spät gekommen, als dieses Public Speaking Training war. Ich glaube, einige von euch waren auch da. Und für uns war es super wichtig, eigentlich da pünktlich zu kommen. Also wir haben da wirklich uns Mühe gegeben. Und dann war unser Bus zu spät. Wir sind sehr knapp an dem Bahnhof angekommen, wo dann der Zug hätte weitergegangen wäre. Und wir haben dann im Bus noch gebetet, Herrgott, lass uns wirklich diesen Zug erwischen. Aber ich habe dann in dem Moment schon einen Eindruck bekommen vom Heiligen Geist, dass wir ihn nicht schaffen werden, aber weil wir für eine Person dort beten sollen am Gleis. Und dann war ich so, ja, schauen wir mal. Und wir sind dann am Gleis angekommen, der Zug war schon abgefahren, oder ist gerade eben abgefahren, das war recht knapp tatsächlich. Und dann ist so ein Mann an uns vorbeigelaufen und wir hatten beide den Eindruck direkt, dass wir für ihn beten sollen. Und haben uns gleich so angeschaut und so, oh, für den sollen wir beten. Und Jaura hatte dann auch eben diesen tiefen Eindruck, dass sie für diesen Mann beten sollen und hat ihn dann auch angesprochen. Und dann war der super offen, wir konnten für den beten. Wir haben uns die ganze Zugfahrt lange mit denen unterhalten und wir konnten wirklich ein Segen für ihn sein, für das Gebet. Also ihn hat das wirklich erbaut. Und ich glaube, das ist einfach so eine Stelle ist, wo man sieht, dass, ja, auch wenn wir es pünktlich kommen wollten, hat Gott bessere Pläne für uns. Und es war auch überhaupt nicht schlimm, dass wir zu spät waren. Genau, ich glaube, dass wir durch den Heiligen Geist wirklich diese Möglichkeit haben, Gott im Alltag zu erleben und unser Leben auch gestalten zu lassen. So wie Paulus auch betet, dass wir in Kraft gestärkt werden sollen durch den Geist und dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnen soll. Genau, und diese Intimität, finde ich, ist auch das, was aus dieser Religion die Beziehung macht. Das ist wirklich das Lebendige in dieser Religion, das Leben reinspricht. Und ich meine, wir könnten immer wieder hören, dass Gott uns liebt, dass Gott gute Gedanken über uns hat. Aber wenn der Heilige Geist dieses Wort nicht in unseren Herzen lebendig macht, dann können wir das nicht wirklich verstehen. Dann kann es nicht in unser Herz fallen und dort aufgehen. Also es geht nicht nur darum, das Wort zu hören, sondern das auch zu glauben und auch umzusetzen. Bei mir war es zum Beispiel früher so, dass ich, es ist schon eine Weile her, aber dass ich sehr Probleme hatte mit diesem Thema von Vergebung. Und ich bin christlich aufgewachsen, ich habe 100-mal gehört, dass Gott mir vergeben hat und dass meine Sünden reingewaschen sind durch Jesus. Aber trotzdem, immer wieder, wenn ich
gesündigt habe, wenn ich was getan habe, wo ich wusste, dass es nicht im Willen Gottes ist, habe ich diesen Charme gegenüber Gott gehabt und ich habe mich richtig gesträubt, in seine Gegenwart zu kommen, obwohl ich in diesen Momenten es vielleicht am wichtigsten gewesen wäre für mich, in seine Gegenwart zu kommen. Und erst als der Heilige Geist wirklich in mein Herzen, das, ich weiß gar nicht, wie ich das schreiben soll, das mir gezeigt hat, dass wirklich ich heilig und gerecht vor Gott stehe, dass er mich mit Gnade ansieht, dass meine Sünde für ihn nicht mehr sichtbar ist, konnte ich wirklich in diesen Momenten dann auch zu ihm kommen und mich von ihm dann freisetzen lassen, von den Dingen, die mich gerade belastet haben. Genau, mega gut. Und ein Punkt, der uns eben auch aufgefallen ist aus dem Epheserbrief heraus, ist diese tiefe Liebe von Paulus für das Evangelium. Und ich finde, man spürt förmlich einfach durch die Worte, die auch Paulus benutzt, wie sehr er dieses Evangelium liebt. Also er bezeichnet sich selbst als Gefangener von Jesus. Er hat selbst geschrieben, ich habe die Erleuchtung gefunden. Und er schreibt von sich selber als den Geringsten unter allen Heiligen. Aber ihm ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden diesen unausforschlichen Reichtum zu verkündigen. Und es geht sehr in Hand mit dem, was gerade Jade geteilt hat. Aber du spürst wirklich, wie sehr Paulus für das Evangelium brennt. Und dieses Brennen, was er hat, bewegt ihn. Dieses Brennen, was er hat, bewegt ihn zu den Nationen. Und ich finde es immer schön, wie die Bibel durch einen Geist geschrieben ist. Also wie die Worte, die Jesus benutzt, auch die sind, die dann später kommen. Und es hat mich sehr erinnert auch an die Worte von Jesus aus Matthäus Kapitel 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und genau dieses Licht, dieses Feuer, dieses Brennen, was Paulus in sich hat, bewirkt dann auch diesen Riesendienst, den er hat. Und ihr kennt bestimmt dieses schöne Lied. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Genau, mir fehlt da nur was, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist nicht ein little light, das ist ein big light. Also wir müssen eigentlich singen, this big light of mine, I'm gonna let it shine. Genau, und es ist wirklich wichtig, Leute, es zu verstehen. Also ich habe es immer wieder erkannt gehabt, dass wir erkennen müssen, dass wir ein großes Licht in uns haben. Also wir, die wir das Evangelium glauben, wir können von unserer Persönlichkeit schüchtern und klein sein, aber wir haben ein großes, großes Licht in uns. Und durch die Intimität mit dem Herrn brennt dieses Licht in uns und wird immer größer in uns. Und ich glaube, davon spricht einfach so dieser erste Teil vom Epheser Kapitel 3, ist das Feuer und das Brennen und die Leidenschaft für das Evangelium, was Paulus hat, und wir uns in dieses Herz wieder eintauchen lassen. Und dann fängt er ja mit diesem Gebet an, das Gebet für die Gemeinde. Und ich glaube, sein Herz ist auch einfach für die Gemeinde, dass dieses Brennen, was er selbst für das Evangelium hat, überschwappt auch auf die Gemeinde. Und ich habe mal ein Buch gelesen von Kenneth Hagin, geht über Autorität, die wir in Christus haben. Und in diesem Buch beschreibt er, wie diese Gebete aus Epheser Kapitel 1 und Epheser Kapitel 3, wie sie ihn bewegt haben. Und er dann irgendwann den Eindruck hatte, diese Gebete, die ihr selbst auch mal lesen könnt, für sich selbst und für andere Menschen um ihn herum auszubeten. Und ich könnte jetzt damit angeben, dass dieses Gebet auswendig kann. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich wirklich auswendig kann aus der Bibel, weil ich dieses Gebet hunderte Male gebetet habe. Ich habe es hunderte Male für mich selbst gebetet, hunderte Male auch für andere gebetet, weil mich der Heilige Geist dazu auch bewegt hat, dieses Gebet wirklich auszubeten und wirklich in der Tiefe zu verstehen. Und in der Zeit, wo ich das gemacht habe, habe ich wirklich so festgestellt, dass ich das Evangelium selbst besser verstehen konnte und auch es wirklich Dinge freigesetzt hat. Und es beginnt dann ja damit, wo er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er beginnt damit, seine Knie zu beugen. Und dann, wo ich heute wirklich einen Fokus drauf legen soll, ist diese Stelle, wo er sagt, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und was passiert, wenn Christus, wenn Jesus selbst in unseren Herzen wohnt? Das ist ja das Evangelium. Alle anderen Religionen sagen, du musst dir irgendwie deinen Weg zu Gott kämpfen. Wir predigen mit Leuten auf der Straße über Muslimen das Evangelium. Die haben eine Waagschale. Die haben eine Waagschale mit schlechten Taten und eine Waagschale mit guten Taten. Das erzählt er uns. Und er sagt dann uns, ihr macht gute Sachen, weil eure Waagschale wird höher. Ihr tut gerade gute Dinge, weil ihr in die Waage mit den guten Sachen gerade gute Dinge reintut. Und dann stellen wir ihnen die Frage, hey, aber wenn wir das so machen, dann lieben wir dich doch gar nicht. Dann reden wir mit dir gute Dinge, um uns selbst was Gutes zu tun.
Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, dass mir etwas Gutes getan wurde, dass ich befreit wurde, dass der Gott des Universums in meinem Herzen wohnt, damit ich zu dem Ursprung zurückkomme, wofür ich erschaffen bin, nämlich zur Liebe und die Liebe weitergeben kann. Und das ist Glaube, das ist keine Religion, das ist was Lebendiges. Und darum betet Paulus für die Gemeinde und darum wollen wir heute für die Gemeinde beten, dass der Christus in unseren Herzen wohne durch den Glauben. Und nicht nur als irgendwie Vorstellung, sondern wirklich real in unseren Herzen wohne. Und was passiert dann, wenn wir das tun? Damit wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind und dazu fähig sind, mit allen Heiligen als Gemeinschaft, nicht als einzelne Individuen, sondern als Gemeinschaft zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Weil es um Beziehung selbst geht, Beziehung mit dem Herrn, Beziehung mit ihm selbst, durch den Heiligen Geist. Und dieses Brennen, dieses Feuer in uns immer größer wird. Ich spreche gleich langsam, Ute. War ein Scherz. Dass wirklich dieses Liebe, dieses Brennen von Jesus in unseren Herzen lebt. Und was passiert dann? Wir verstehen die verschiedenen Aspekte der Liebe Gottes. Die Höhe, die Länge, die Breite, die Tiefe. Und ich habe mir dann, während ich das vorbereitet gehabt, gemerkt, Gottes Liebe hat ja verschiedene Aspekte, verschiedene Dimensionen. Also ich weiß auch nicht genau in der Tiefe, was das bedeutet, diese verschiedenen Bereiche der Liebe Gottes. Aber ich habe mir das einfach mal angeschaut, auch aus der Schrift heraus. Weil Liebe ja verschiedene Aspekte hat. Die eine Liebe ist ja Gottes Liebe des Vaters zu uns. Also sozusagen diese Liebe so von dem Thron zu uns. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9 bis 10. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Also die Liebe fängt von Gott, dem Vater, uns gegenüber an. Aber dann gibt es ja darauf eine Antwort, nämlich unsere Liebe, die wir zu dem Herrn haben. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und aus dieser Liebe, diese Intimität, die wir mit dem Gott, dem Vater haben, entsteht ja etwas zu den anderen Menschen. Johannes Kapitel 13, Vers 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und so wird es plötzlich auch zu den anderen Menschen übergehen. Aber zu den anderen Menschen geht es erst über, wenn wir diese Beziehung haben. Und es war schön, weil wir mal einfach so als Jungs, waren wir mal unterwegs und da ist ein Kumpel von dem Joni dazu gekommen, der nicht christlich ist, der nicht gläubig ist. Und mit dem habe ich mich danach gut verstanden und auch ein gutes Gespräch auch gehabt. Und er hat mir danach gesagt, er hat so eine Liebe unter uns gespürt. Und wir waren an dem Tag am Volksfest. Wir haben jetzt nicht irgendwie krass geistliche Dinge gemacht. So. Aber er hat gemeint, das hat ihn so berührt, dass wir so eine Liebe zueinander haben. Und das ist so schön, wenn das Menschen auch erkennen. Und dann ein Aspekt, der mir noch wichtig wurde, ist diese Liebesbeziehung, die Ewigkeit der Liebe. Jeremia Kapitel 31, Vers 3. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Und lasst uns wirklich in eine Beziehung reingehen, lasst uns in was Lebendiges reingehen, wo Gottes Liebe unser Herz erfüllt und diese Liebe wirklich dazu führt, dass es überschwappt, dass wir wirklich was Brennendes haben. Weil wenn wir dieses Brennende haben, dann müssen wir nicht theologisch irgendwelche Leute von irgendeinem neuen Weltbild überzeugen, sondern wir sind berufen dazu zu lieben. Und Liebe ist scharf und Liebe ist klar, aber sie kommt aus einem brennenden Herzen. Und ich glaube, das war, als ich Epheser 3 gelesen habe, hat mich wirklich bewegt und wirklich berührt, wie tief dieses Brennen von Paulus ist. Und dass er sich das hat nie wegnehmen lassen. In all der Verfolgung, in all den Dingen, wo er hätte bitter gegen Gott werden können, aber er es nie geworden ist, sondern weich und voller Brennen für Jesus. Ja, genau. Und aus dieser Liebe heraus kommt dann auch unser dritter Punkt, die Multiplikation, wirklich der Wunsch, das Evangelium weiterzugeben. Aus der Liebe zu den Menschen, aber auch aus der Liebe zu Gott heraus. Man will ja das Beste für die Menschen, man will, dass sie errettet werden. Wir sehen ja irgendwie, dass sie gefangen sind und wir halten so diesen Schlüssel in der Hand
und wollen ja, dass sie frei werden von Schuld, von Sünde und dass sie vereint werden wirklich mit ihrem Schöpfer. Das wollen wir ja für die Leute. Aber weil wir Gott persönlich erlebt haben und erkannt haben, welcher Schatz das Evangelium wirklich ist und welchen riesigen Unterschied es in unserem eigenen Leben macht. Weil wir ja wirklich Gottes Herz auch erkannt haben und seine Liebe zu den Menschen. Durch den Heiligen Geist haben wir auch so eine, durch diese Intimität haben wir auch so eine Teilnahme an Gottes gebrochenen Herzen für diese Menschen. Wirklich, dass wir ja aus dieser Liebe heraus dann wollen, dass diese Menschen errettet werden. Für mich ist es ein bisschen so eine Balance zwischen Gehorsam und Liebe und so Erkenntnis und Intimität, die uns so dazu drängen, das Evangelium zu teilen. Also wir erkennen Gottes Wille und wir sind unseren Herzen, wir sind im Gehorsam, aber aus dieser tiefen Liebe heraus. Und diese Liebe, die wir auch wirklich nur durch den Heiligen Geist erfahren können, der in uns Frucht trägt. Genau, und ich glaube, das ist auch, was die Menschen überzeugt. Das sind nicht die vielen Worte, das viele Wissen über die Bibel oder was auch immer, sondern das ist die Liebe in uns und diese Leidenschaft. Diese, ja, Authentizität auch. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Ich finde, das ist auch, was man bei Paulus so sehr sieht, dass er wirklich aus dieser Liebe, aus dieser Leidenschaft heraus das Evangelium weitergibt. Also wirklich so tiefe Emotionen dahinter. Und das ist es wirklich, was das Herz der Menschen erreicht. Dass sie Jesus Christus in uns sehen, der in uns lebt. Genau, und ein Punkt, der mir jetzt wirklich noch wichtig wurde, ist so folgender Gedanke. Ich ertappe mich in diesem Gedanken selbst öfters und vor allem, wenn ich mit Leuten rede. Also ich glaube, der Nobby hat über die letzten Jahrzehnte genug Leute eingeladen, die auch über Multiplikation gesprochen haben. Also ich glaube, ich ist oder von vielen Leuten auch hier in der Gemeinde wirklich voll das Herz. Und worin ich mich manchmal ertappe in diesem Gedanken, ist einfach dieser Gedanke, mein Leben ist doch irgendwie auch ohne das schon anstrengend genug so. Ich glaube, diesen Gedanken kennen viele Leute so. Also wir haben unsere Familie, also viele haben ihre Familien, ihren Job, all die Sachen. Wir haben vielleicht, wir gehen in den Gottesdienst. Also unser Leben, vor allem in der westlichen Welt, ist ja schon voll genug. Also wir haben doch irgendwie schon Stress genug. Und jetzt kommen irgendwelche Leute, die sagen uns jetzt, soll ich mich noch um die Probleme von anderen Leuten kümmern so. Und ich glaube, wir ertappen uns, glaube ich, in diesem Gedanken, dass wir sagen, jetzt mal langsam, ich brauche auch Zeit für mich so und ich brauche diese Ruhe. Und ich will diesen Gedanken irgendwie überhaupt nicht in Frage stellen, weil ich glaube, es ist wichtig, wirklich auch diese Zeit alleine zu haben und auch diese Zeit mit Jesus und auch einfach Zeit für sich so. Aber ich will auch einfach diesen Gedanken in diesen Gedanken oder in diesen Zustand, vielleicht in dem wir uns befinden, wenn wir mit uns ehrlich sind, will ich irgendwie in den Bibelvers reinsprechen. Und ich will den wirklich im Glauben einsprechen, weil ich glaube, dass er Kraft hat, uns freizusetzen. Und es ist dieser Vers aus Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Sucht zuerst das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit und all dies wird euch hinzugefügt werden. Und ich glaube, ich weiß nicht, in welchem Lebensbereich du vielleicht das hast, aber bei mir war es vor ein paar Monaten einfach ein Zeugnis, was ich mit euch teilen will. Wir hatten eine Missionsreise geplant, 3 Wochen nach Mauritius. Und ich habe es ja schon vorhin geteilt, dass ich selbstständig bin. Und es gibt ja dieses schöne Wort, selbst und ständig. Ist bei mir Gott sei Dank nicht so, aber es ist zumindest so, dass man immer was zu tun haben könnte. Und für mich war es tatsächlich echt herausfordernd, diese kompletten 3 Wochen freizunehmen. Zu sagen, ich mache meinen Laptop zu und bin auf der Missionsreise und konzentriere mich wirklich nur auf die Missionsreise. Weil das Jahr vorher habe ich so eine Mischung gemacht, dann irgendwie noch vor den Predigten irgendwie gearbeitet und das war nicht gut. Ich musste das dann irgendwann auch bremsen, weil ich gemerkt habe, das nimmt mich zu sehr ein. Aber es ist schon irgendwo eine Herausforderung auch dieses Jahr gewesen, wirklich diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich lasse das jetzt los und ich konzentriere mich wirklich auf die Mission. Und es kam auch immer wieder in Mauritius hoch. Also wir waren zum Beispiel einmal bei einer Gemeinde, da sollten irgendwie einfach 20 Leute eigentlich zu einem Seminar kommen. Und am Ende waren 5 Leute da. Und die haben nicht wirklich gemacht, was wir ihnen gesagt haben, sondern einfach ihre Flyer verteilt. Und wir haben eigentlich 2 Stunden Seminar umsonst gemacht in dem Moment gefühlt, weil die einfach weitergemacht haben, was sie vorher gemacht haben. Und in diesen Momenten habe ich dann immer wieder so gemerkt, dass ich eigentlich die ganze Zeit wie so dieses hatte, ich will jetzt an meinen Laptop, ich will meine potenziellen Kunden anrufen, ich will mehr Umsatz machen. Es kam die ganze Zeit, war wie so ein Ratter in meinem Kopf so. Und man hat ja auch seine Gedanken, man will für seine Zukunft sorgen und ich meine, wir sind Menschen, mal ehrlich jetzt. Also wir können ja immer so geistlich daherreden, so, aber ich meine, wir haben ja irgendwie unsere Sachen, um die wir uns kümmern müssen, oder? Und dann kam immer wieder in diese Gedanken rein, dieser Vers, Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Sucht zuerst das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit und all dies wird euch hinzugefügt werden. Und da habe ich irgendwann, während ich da so stand, wirklich diesen Schritt getan im Glauben, habe ich gesagt, Vater, ich konzentriere mich jetzt auf diese Missionsreise.
ich bin jetzt mit vollem, ganzem Herzen für die Menschen hier da und nicht in meinen Gedanken noch darum, welche Akquisemöglichkeiten es sich da noch auftun. Und habe gesagt, nein, ich bin jetzt für die Menschen hier da. Und als ich diesen Schritt getan habe, habe ich gemerkt, das hat sowas freigesetzt. Also ich habe wieder so ein Feuer gehabt, so gemerkt, so eine Perspektive in die Ewigkeit. Hey, da sind Seelen, die für die Ewigkeit gewonnen werden sollen. Und es sind tolle Sachen passiert. Wir haben gesehen, wie Leute zum Glauben kommen. Gemeinden, die uns danach geschrieben haben, hey, wir haben jetzt ein Outreach-Team und wir machen das jetzt regelmäßig. Und wirklich nachbleibende Dinge entstanden. Aber für mich war es wirklich dieser Schritt zu sagen, hey, diesen Lebensbereich, ich lege ihn dir jetzt hin, Gott, und es kostet mich was so. Und jetzt so als Zeugnis, wirklich im Nachhinein, irgendwie danach, die Woche vorher, danach hat mich jemand angeschrieben, hey, ich brauche unbedingt eine Website, du hast mir mal vor einem Dreivierteljahr eine Mail geschrieben. Und dann die letzten 2 Monate kamen echt viele Kunden, gefühlt fast von alleine so, und es lief echt supi. Und mich hat irgendjemand angerufen, hey, kann ich ein Praktikum bei dir machen? Hab einen Praktikanten, der hat mir eine Werbeanzeige erstellt, durch die habe ich auch Kunden gewonnen. Also irgendwie gefühlt hat sich danach die Zeit so getragen. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach so, das ist eine Verheißung von Gott, dass wenn wir Raum in unserem Leben schaffen und in diesen Raum Gottes Reich zuerst suchen, wird er sich um den Rest von unserem Leben kümmern. Das gleiche mit dem Gebetsleben. Ich merke einfach, ich lege mir einen Termin irgendwie auf 8 oder 9 Uhr, ich rush direkt in diesen Termin rein, keine Zeit mit Gott, einfach direkt in diesen Termin rein rushen. Oft sind die Tage weniger erfolgreich, produktiv, was auch immer, als wenn ich mir bewusst diese Zeit nehme, noch diese halbe Stunde mit Gott zu verbringen und mit ihm ins Gebet zu gehen, mit ihm Zeit zu verbringen, ihm den Tag hinzulegen, für die Dinge zu beten an dem Tag und wirklich diese Zeit mit Gott zu nutzen. Und ich merke meistens, kostet es mich eine Zeit, aber ich tue es nicht deswegen, aber trotzdem, Gott repays it, also er erfüllt es, er erfüllt seine Verheißungen. Und ich will das wirklich in unser Leben reinsprechen. Ja, wir haben ein Leben, was voll ist und so. Aber wir dürfen diese Glauben und diese Erwartung haben, dass wenn wir in diesem Leben zuerst Gottes Reich suchen, was viele in diesem Raum auch schon tun, aber wenn wir das tun, ich will diese Verheißung reinsprechen, wird sich Gott um den Rest von uns kümmern. Und dann wird er die anderen Lebensbereiche wirklich blühen lassen, weil das sind nicht irgendwelche Verse, die wir uns schön an den Kühlschrank kleben, weil sie so schön ausschauen. Es sind Wahrheiten. Es sind Wahrheiten, wenn wir auf die stellen, wird Gottes Verheißung auch erfüllt werden. Und ich will diese Predigt einfach wirklich damit schließen, dass wir uns eine Minute Zeit nehmen und wirklich die Augen schließen und Gott fragen, was er uns, wo wir zuerst sein Königreich suchen dürfen. Also während ich es vorbereitet habe, war es bei mir, meine Termine so zu legen, dass ich diese halbe Stunde noch mit Gott morgens habe. Also das war das, wo ich gemerkt habe, das habe ich nicht konsequent durchgezogen und ich will es konsequent durchziehen, weil es so wichtig ist. Und vielleicht sind es bei dir ganz andere Dinge. Und ich möchte, dass wir die eine Minute nutzen, diese Augen schließen und zu sagen, Vater, wo darf ich zuerst dein Königreich suchen? Ja, Vater, wir legen dir wirklich als Einzelmenschen in dieser Gemeinde wirklich unser Herz vor dich hin und unsere Bereiche unseres Lebens hin, Herr. Und du siehst die Not und den Mangel, den wir auch teilweise haben. Und nicht nur den materiellen Mangel, aber auch den geistlichen Mangel, Herr. Und wir brauchen mehr von dir, wir brauchen mehr von was Echten. Wir wollen dieses Brennen haben, was Paulus hat für dich, für dein Evangelium. Und ich bete wirklich darum, dass du diese Herzen und unsere Herzen erfüllst mit deiner vollen Fülle, dass wir wirklich erkennen, wer du bist, wirklich deine Liebe erkennen und uns wirklich mit deiner Fülle füllst. Und du jedem Einzelnen jetzt heute gezeigt hast oder noch zeigen wirst, wo wir zuerst dein Reich suchen dürfen. Und ich bete darum, dass das geschieht. Ich bete darum, dass du Durchbrüche schenkst in unseren Leben. Und so segne ich diese Gemeinde und ich segne sie
mit der Erkenntnis von deinem Sohn, mit der Erkenntnis deiner Fülle, Herr. Und wir beten, dass du uns wirklich neu, komplett deins werden lässt, komplett füllst und diese Liebe übersprudelt, dass wir die Menschen erreichen, die verloren sind. In deinem Namen, Jesus. Amen.